Der Golfstrom ist so schwach wie seit 1000 Jahren nicht mehr. Das ist keine gute Nachricht. Der Golfstrom ist eine der wichtigsten Kräfte auf der Erde, die man niemals sehen wird. Diese mächtige Meeresströmung bringt warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko in den Atlantischen Ozean, trägt es an der Ostküste der Vereinigten Staaten vorbei bis nach Westeuropa und beeinflusst auf diesem Weg das Klima. Doch dank der Klimakrise könnte sich das jetzt ändern. Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurde, warnt davor, dass die Strömung schwächer wird, was zu verheerenden Folgen führen könnte. Wissenschaftler begannen 2004 mit der Messung des Golfstroms, der offiziell als Atlantic Meridional Overturning Circulation, kurz AMOC, bekannt ist. Sie waren in der Lage, Proxydaten, alles von Schiffsprotokollen bis hin zu Aufzeichnungen von Eiskernen, Ozeansedimenten und Korallen, die im Laufe der Zeit gesammelt wurden, zu verwenden, um das Verhalten der Wasserstraße zu rekonstruieren, die bis ins Jahr 400 nach Christus zurückreichen, so eine Pressemitteilung. Durch diese Methode fanden sie heraus, dass die Amok einen rapiden Rückgang der Stärke ihrer Strömung erfährt und der Golfstrom nun den schwächsten Zustand der letzten 1000 Jahre erreicht hat. Der Atlantische Golfstrom hat einen erheblichen Einfluss auf das Klima entlang der Ostküste der USA, Kanadas und Westeuropas und kann das Wetter an der Westküste Afrikas beeinflussen. Dieser hält die Temperaturen in diesen Gebieten in den Wintermonaten wärmer und hilft im Sommer bei der Abkühlung und Wärmeregulierung. In der Pressemitteilung beschreibt der Wissenschaftler Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung den Golfstrom als ein riesiges Förderband, das warmes Oberflächenwasser nach Norden bringt und kaltes, tiefes Wasser zurück in den Süden schickt. Er stellte fest, dass der Strom 20 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde bewegt, etwa das Hundertfache der Strömung des Amazonas. Rahmsdorf sagte, dass die Strömungen zuerst nach der kleinen Eiszeit, die um 1850 endete, abzunehmen begannen. Der drastischere Rückgang begann um die Mitte des 20. Jahrhunderts und führte schließlich zu der beispiellosen Abschwächung, die wir heute erleben. Es überrascht nicht, dass alle Anzeichen auf den vom Menschen verursachten Klimawandel mit seinen zunehmenden Regenfällen und schmelzenden Eisschilden als Schuldigen hinweisen und Forscher wie Rahmsdorf schlagen Alarm. Wenn wir die globale Erwärmung weiter vorantreiben, wird sich das Golfstromsystem weiter abschwächen, nach der neuesten Generation von Klimamodellen um 34-45% bis zum Jahr 2100, sagt Rahmsdorf. Das könnte uns gefährlich nahe an den Kipppunkt bringen, an dem die Strömung instabil wird. Als Folge davon, so die Forscher, könnte es zu einem rapiden Anstieg des Meeresspiegels an der Ostküste der USA kommen, zu extremeren und intensiveren Wetterereignissen in Europa, zu einer Zunahme extremer Hitzewellen und zu einer Abnahme der Sommerniederschläge. Obwohl es schwierig sein mag, genau zu bestimmen, welche Art von Schaden durch die Verlangsamung dieser lebenswichtigen Strömung entstehen könnte, scheint es sicher, dass wir besser dran wären, den Klimawandel jetzt auf sinnvolle Weise anzugehen, als zu riskieren, es zu spät herauszufinden. Wir können sicher alle etwas fürs Klima tun. Aber hier muss sich die Weltpolitik radikal ändern. Wir können mit dem immer schneller, höher, weiter nicht so weitermachen. Hat euch dieses Video gefallen, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts.